Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Alternate und zwar mit dem Alternate Gaming PC Special Edition RTX 4060 AMD Ryzen 5 5600 16 GB RAM für 999 Euro, runtergesetzt von 1249 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde bei uns im Videovorschlägekanal gepostet von Feral Bull. Kein Plan, wo du die Dinger immer ausgräbst, aber das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das stimmt sogar, das Bild. Der RAM stimmt, der CPU-Kühler stimmt, das Mainboard leider auch. Bei der Grafikkarte, gut, das kann ja manchmal variieren, ist aber völlig in Ordnung. Wenn man sich das Ganze hier von der Seite anschaut, sieht man es nochmal ganz klar und einige, die sich damit auskennen, werden jetzt schon erkennen, ja, das kann nichts werden. Egal, gehen wir einfach mal in die technischen Daten. Hier haben wir als Gehäuse das Shakun V1000 RGB. Das bringt schon 220 mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind und auch noch einen im Heck, der RGB beleuchtet ist. Das heißt, dementsprechend ist der Airflow auch gegeben, weil wir hier keine Glasscheibe haben, sondern wirklich eine Meshfront. Ihr könntet theoretisch sogar noch ein Laufwerk einbauen, machen die wenigsten, aber einige wollen das so. Ist mit dem Gehäuse auf jeden Fall möglich. Man sieht hier auch bei dem Gehäuse, Mainboards werden bis MicroATX unterstützt. Dementsprechend ist hier auch ein MicroATX Board drin. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann gibt es da vielleicht nicht so viel zu meckern. Doch, gibt es. Aber vom Gehäuse her, wem es gefällt, von mir aus. Und das kostet 74,89 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200. Könnt ihr auch ganz easy auf 3600 rennen lassen. Das macht der Prozessor auf jeden Fall mit. Wir sind hier immer noch auf AM4 unterwegs. Es ist ein 1000-Euro-System. Jetzt könnte man sagen, ja gut, kann man noch irgendwo verstehen. Stehen. Es gibt aber halt schon Alternativen, zeige ich euch gleich auch, für 1000 Euro, die schon auf AM5 sind. Ich meine zum Daddeln mit einer Full-HD-Kiste oder was, WQHD-Kiste vielleicht auch noch, ja, aber man sollte eher auf die aktuelle Plattform gehen. Und gerade wenn ihr streamen wollt, klar, ihr könntet über die Grafikkarte rendern, aber ich empfehle da immer einen 8-Kerner, hier ist es halt nur ein 6-Kerner. Und der kostet 97,89 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Thermaltake UX200 ARGB PWM. Laut Hersteller hat er eine TDP-Klassifizierung von 130 Watt, kommt also spielend klar mit dem Prozessor. So viel pfeift er sich auch nicht rein, selbst wenn man ihn ungebändigt laufen lässt. Man hat noch ein bisschen RGB-Beleuchtung. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall kein Stock-Kühler oder so, sondern schon was Gescheites, was auch einigermaßen ruhig ist. Und der kostet 30,98 € bei csvdirekt.de. Der Arbeitsspeicher ist ALATA XPG Spectrix D35G 16 GB mit 3200 MTS. Ja gut, sie haben sich halt an die Spezifikation von AMD gehalten mit den 3200 MTS. Wie gesagt, 3600 wäre noch ein bisschen netter gewesen, aber ist schon einigermaßen vernünftiger RAM mit RGB-Beleuchtung. Es sind auch zwei Riegel, steht auch mit dabei. 16 GB würde ich selbst bei 1000 Euro nicht mehr machen. DDR4 ist so günstig geworden, 32 GB ganz locker. Sie haben halt hier nur 16 genommen. Finde ich wirklich ein bisschen schade. Und der kostet 47,29 € bei Alternate. Als SSD haben wir eine 1 TB Variante und zwar die Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde mit TLC oder QLC Speicher. Diese SSD gab es einfach in zwei Varianten auf dem Markt. Erstmal 1 TB bei 1000 Euro, ja, kann man machen. Von der Geschwindigkeit her für einen Gamer sowieso relativ egal. Es gibt natürlich SSDs, die über 7000 MB lesen, schreiben haben und so, aber das braucht ihr eigentlich gar nicht. Qualitativ gibt es da auch bessere, aber es ist halt eine SSD, die gerne von Systemintegratoren genommen wird. Und die kostet 56,05 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 4060 Dual OC. Hier wissen wir sogar, welche Grafikkarte wir bekommen. Ich habe eben am Anfang gesagt, manchmal variiert das. Hier ist es wirklich festgeschrieben. Es ist halt eine Dual-Fan-Grafikkarte, zwar aus der aktuellen Generation, aber die hat auch nur 8 GB Speicher. Für Full HD, ja okay. WQHD, da wird schon ein bisschen ja, blöd bei AAA-Titeln, wenn man wirklich die Texturen voll hochballert.
dann kriegt man erstmal nicht mehr die FPS, die man sich vielleicht wünscht. WQHD 144 Hertz, sehr, sehr schwierig mit der Karte. Da müsst ihr schon Raytracing ausschalten, DLSS einschalten und solche Geschichten. Ich würde die Grafikkarte gar nicht erst kaufen. Aber in dem Budget ist es halt schon eine aktuelle Grafikkarte und wer die unbedingt haben will, warum nicht? Und die kostet 299 Euro bei 0% Shop, Case King, Notebooks billiger und danach wird es ein bisschen teurer. Das Mainboard ist ein Asus Prime B550MK ARGB. Und das ist jetzt dieses Thema, gut, wir sind auf dem AM4-Sockel. Bei 1000 Euro kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen. Es ist ein Micro-ATX-Board. Wir haben auch ein Micro-ATX-Gehäuse, das heißt, die schmeißen jetzt nicht so ein kleines Board in so ein Case rein. Kann ich auch irgendwo verstehen. Aber es ist halt wieder so ein Billo-Board. Wieso tut man sich sowas an? Wir haben keine gekühlten Spannungswandler, was vielleicht bei einem 5600er irgendwo noch egal ist. Aber upgraden, also so ein 5800X3D oder so draufschmeißen, würde ich jetzt hier partout nicht sein lassen. Wir haben nur zwei RAM-Riegel-Slots. Ja, die meisten haben auch nur zwei Riegel, die wenigsten wollen vier Stück draufpacken, aber die Erweiterbarkeit ist damit halt auch nicht mehr gegeben. Immerhin haben wir zwei SSD-Slots, einer davon ist natürlich belegt. Hier kommt die Grafikkarte rein und darunter ist schon mal gar nichts mehr los. Und hier drüber habt ihr noch diesen kleinen Slot, da könnt ihr vielleicht eine WLAN-Karte oder so anschließen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, viermal USB 3.0, zweimal USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr mit dem 5600er Ryzen sowieso nicht benutzen, also ihr nehmt das Bild von der Grafikkarte. Und PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Hier ist kein Bluetooth, kein WLAN, nur sechsmal USB und glaubt mir, das ist schnell weg. Ihr habt Tastatur, Maus, vielleicht noch ein Stream Deck, irgendeine Lampe dranhängen am USB, ein beleuchtetes Mauspad, irgendwie noch einen Drucker oder was und dann sind die halt weg. Finde ich echt schade, da haben sie ihre Chance vertan. Es gibt gute Micro-ATX-Bots für solche Gehäuse, wenn jemand so ein kleines System haben will, aber das ist keins davon. Und das kostet 95,89 € bei csvdirekt.de. Was das Netzteil angeht, bekommen wir ein Shakun SHP Bronze 700 Watt. Da werfen wir mal kurz einen Blick auf die PSU-Tierlist. Die habe ich auch immer unten verlinkt. Das heißt, wenn ihr euer Netzteil mal raussuchen wollt, macht das gerne. Shakun SHP Bronze ist ein E-Tier-Netzteil. Ich persönlich gehe, wenn ich über diese Liste schaue, immer nach A-Tier, B-Tier, bei günstigen Systemen vielleicht auch noch C-Tier-Netzteilen. Das hier ist ein E-Tier-Netzteil. Das heißt, qualitativ unterste Schublade. Deswegen hat das Teil auch nur 2 Jahre Herstellergarantie, eine 80+ Bronze-Zertifizierung, na immerhin eine Zertifizierung, es gibt auch Netzteile ohne, und hat festes Kabelmanagement. Naja gut, 700 Watt werdet ihr mit dem System sowieso nicht irgendwie ausschöpfen, also das wird immer so, denke ich, bei ja, vielleicht 300 Watt laufen, wenn es hochkommt. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber es gibt wesentlich bessere Netzteile. Für so eine Office-Kiste kann man das vielleicht irgendwo nehmen. Läuft zwar auch ineffizient wie sonst was, aber ja, gehört nicht in eine Gaming-Kiste. Und das kostet 56,26 € bei Mindfactory. Als Betriebssystem haben wir Microsoft Windows 11 Home 64-Bit. Kennen wir schon, aktuelles Betriebssystem, Pro-Variante, braucht ihr nicht, ist in Ordnung, dass es dabei ist. Und das kostet 36,90 € bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 795,15 €. Und das System kostet 999 €, runtergesetzt von 1249 €. Da seid ihr jetzt bummelig beim Aufpreis von über 200 € fürs Zusammenbauen. Und glaubt mir, so eine Kiste ist schnell zusammengewürfelt. Also wenn ich die bauen müsste, was ich definitiv nicht tun werde, aber wenn ich sie bauen müsste, bräuchte ich vielleicht 20 Minuten dafür. Da ist ja auch keine Wasserkühlung oder sonst irgendwas drin. Das Board, das schmeißt ihr da rein, die neuen Schräubchen fest, Kühler drauf, fertig. Also das ist halt, würde ich nicht kaufen an eurer Stelle, auf gar keinen Fall. Der Aufpreis ist viel zu hoch im Verhältnis zum eigentlichen Preis des PCs. Wenn das jetzt eine 2500-Euro-Config wäre oder auch 2000 €, und da kostet der Zusammenbau 200, dann kann man sagen, ja, ja, aber nicht beim 1000-Euro-PC. Ich habe mal eine Alternative rausgesucht. Die ist auch nicht perfekt. Brauchen wir nicht drüber reden, gehen wir auch gleich noch drauf ein. Aber kostet halt auch 1000 € und hat schon AM5. Der Prozessor ist der 7500F. Schauen wir mal kurz auf das Performance-Ranking. Achtung, hier haben wir den 5600X als Vergleich genommen, aber der 5600er ist vielleicht ein bisschen schwächer, aber kann man ganz grob als Richtung nehmen. Der 7500F liegt im Gaming 12,6% vorne und in der Produktivität, vor allen Dingen bei Multicore, 19,3%. Und wir sind hier schon auf AM5. Ihr könntet potenziell später ein 7800X3D draufschmeißen, weil das Board macht das definitiv mit. Den Enderfy Spartan 5 Max CPU-Kühler habe ich selber schon getestet, reicht für den Prozessor sowieso dicke, hat keine RGB-Beleuchtung. Ja gut, müsst ihr jetzt mit klarkommen. Das Board ist ein B650 Eagle AX AM5. Nur mal einen Blick drauf geworfen, ne? Im Vergleich zum anderen Board. Das sind Welten.
Also erstmal haben wir Full ATX und nicht Micro ATX und auch vom Design her und von der Erweiterbarkeit viel besser. Ich meine, wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere, hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt noch 3 Slots zum Erweitern. Capture Card, WLAN-Karte rein oder sonst irgendwas. Auch was die Anschlüsse angeht, wir haben hier 8x USB, USB Typ C ist mit dabei, Bluetooth und WLAN ist mit dabei. Audioanschlüsse sind gleich geblieben und dann haben wir noch eine Onboard-Grafik, aber die braucht ihr halt auch nicht, funktioniert mit dem 7500F nicht. Aber damit seid ihr halt besser aufgestellt, vor allen Dingen mit den USB-Ports. Wir bekommen auch eine 4060, allerdings wissen wir da nicht, welcher Hersteller es wird, wir haben jetzt die günstigste in den Warenkorb geschmissen. Mir ist gerade was aufgefallen beim Schneiden, es ist nicht die günstigste Grafikkarte. Die günstigste ist die MSI 4060, ist ein Unterschied von 15 Euro, könnt ihr gleich gerne noch draufrechnen oder abziehen, wie auch immer bei der Geizhalsliste gegenüber dem Alternativsystem. Macht den Braten jetzt auch nicht fett. Ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass jemand wieder schimpft in den Kommentaren. Du hast da die Asus reingeworfen. Die günstigste jetzt gerade, die MSI. 15 Euro. Also Preisdifferenz. Nicht die Karte kostet 15 Euro. 15 Euro Preisdifferenz. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 32 GB, nicht 16 GB. 2x 16 GB, also Dual Channel, DDR5, AMD, Intel 6000, MTS Kingston Fury Beast, der ist CL36. Nehmt CL30er, zeige ich euch gleich noch. Die SSD ist die gleiche. Das Netzteil würde ich auch wechseln. Gehört auch nicht in eine Gaming-Kiste, ist aber qualitativ besser als das Shakun. Wenn wir uns hier in der Liste das angucken, Be Quiet, System Power liegt irgendwo bei C. Ist wie gesagt nicht das Beste, könnt ihr später auch noch ändern. Und das Gehäuse ist ein Silentware Flow 100 ARGB Meshfront, also ein Full ATX Gehäuse, hat vorne auch 2 beleuchtete Lüfter, hinten ein, ist dementsprechend wie das andere halt nur größer. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 921,76 Euro. Und das Ding kostet halt ein Taui. Da seid ihr jetzt bei irgendwie ungefähr 80 Euro Aufpreis, anstatt 200 bei dem anderen System. Ihr habt auch AM5, doppelt so viel Speicher und solche Geschichten. So wie er da war, könntet ihr ihn theoretisch kaufen. Habe ich ein bisschen Bauchschmerzen bei. Nehmt hier bitte den Kingston Fury Beast CL30. Der kostet 9,90 Euro Aufpreis. Das solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und was die Netzteile angeht, nehmt vielleicht ein 750 Watt Be Quiet Pure Power 12M. Das andere ist zwar schon besser als das von Shakun, aber damit seid ihr auf der sicheren Seite. Das hat auch schon den neuen ATX 3.0 Stecker für die neuen Grafikkarten und so weiter, falls ihr später mal erweitern wollt. Natürlich wird das System dadurch 50 Euro teurer. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist immer noch meilenweit besser als das andere. Also von dem hier würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen. Ich verlinke euch alles auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt die Geistesliste tagesgleich vergleichen, sozusagen, weil die Videos brauchen, wie ich schon mal gesagt habe, immer so 2-3 Tage, bis die dann fertig sind. Nicht, dass da irgendwelche Preissprünge auf einmal irgendwie stattfinden und das Video dann obsolet wird. Aber so wie es jetzt ist, Finger weg davon. Für mich ist es irgendwo Resteverwertung. Wenn dieser Preispunkt jetzt ungefähr auf dem Level von Geizhals rausgekommen wäre, hätte ich noch gesagt, ach ja, komm, warum nicht, das Zusammenbauen quasi umsonst oder was. Aber das Ding ist einfach 200 Euro teurer. Das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.